Ich finde es so schwierig, ey. Ja, das hat es noch nie gegeben in NBA History. Der Superstar wird getradet zur Trade Deadline, macht dann nur 8 Spiele und soll jetzt diese Mannschaft in die Finals führen. Das ist so unwirklich. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fired. Und wir sind mittlerweile eigentlich in den Playoffs angekommen, oder würde ich sagen. Also wir sind zwar noch im Play-In-Modus, die letzten Matchups werden noch ausgespielt, aber es fühlt sich mittlerweile so an. Man steht jetzt wieder auf für die Spiele, man will nicht gespoilert werden, man guckt sich das alles an. Und wir werden uns heute natürlich die Playoff-Serien angucken. Also wir wollen einmal durch die gesamte erste Runde hier auf dem Kanal in der Western Conference, bei CBS in der Eastern Conference durchgehen und uns angucken, wie unser Playoff-Baum aussieht, wer wir denken, dass in der ersten Runde weiterkommt. Und Freunde, wenn ihr Bock habt, euren eigenen Playoff-Baum einmal auszufüllen, dann haben wir was für euch. Kommt doch einfach zu uns in die Gruppe, in die NBA Undrafted-Gruppe auf NBA.com, denn dort haben wir mittlerweile die zweitgrößte Gruppe Europas mit fast 8000 Mitgliedern, also richtig, richtig krass. Vielen Dank für den Support für alle Leute, die schon drin sind. Da könnt ihr euer gesamtes Bracket einmal ausfüllen. Ihr habt sogar noch 7 Tage Zeit, also ihr könnt dann sogar noch ein bisschen justieren, könnt die ersten paar Games abwarten und dann nochmal alles so ein bisschen anpassen. Ihr könnt da coole Preise gewinnen. Ihr könnt, wie gesagt, damit auch so ein bisschen unser Shots Fired / NBA Projekt hier supporten und macht einfach Bock. Also wir beide haben unser Bracket schon ausgefüllt. Bei CBS findet ihr es bei Instagram. Bei mir findet ihr es bei Kobe Björn Uncut. Macht auf jeden Fall Bock. Wir werden noch ein bisschen justieren. Sprechen heute auch über die Serien, über die Matchups, was wir denken, in wie viele Spiele die jeweilige Serie geht. Link ist auf jeden Fall unten. Schaut da gerne rein. Und ja, viel mehr haben wir nicht, weil wir müssen nicht auflösen zu letzter Woche. Gut League Pass Code müssen wir natürlich einmal auflösen. Den Gewinner seht ihr hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr mitmachen wollt, Leute, einfach einen Kommentar schreiben, Instagram-Namen dazu. Dann nehmt ihr automatisch teil und dann könnt ihr einen NBA League Pass Code für einen Monat gewinnen. Lohnt sich halt crazy jetzt in den Playoffs. Also auf jeden Fall reingucken. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt in die Matchups reingehen. Wir hatten jetzt gestern Nacht das Play-In-Game zwischen den OKC Thunder und den New Orleans Pelicans. Und da muss ich sagen, war ich sehr überrascht, weil ich hatte felsenfest auf die Pelicans getippt, dass die das machen würden. Pelicans haben mich damit ziemlich enttäuscht. OKC soll sehr stark gewesen sein. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen, aber ich kenne, wie gesagt, das Ergebnis. Und jetzt geht es eben in der ersten Runde darum, Denver gegen OKC oder Minnesota. Mhm. Die beiden spielen den 8. Platz noch unter sich aus. Wen hast du in dem Matchup? Ich glaube, egal wer es am Ende schafft, ich hoffe so ein bisschen auf OKC, weil ich das Team und das Konzept einfach feiere und weil ich ihnen wünschen würde, so als Abschluss dieser tollen Saison. So oder so wird sich das nicht groß auf den Ausgang der Serie auswirken. Also ich sehe die Nuggets in 4 oder 5 relativ zügig in Runde 2. Ich habe sie auch eigentlich in... Nee, ich hatte sie in 6, weil ich bin von den Pelicans rausgegangen. Und hast du noch so ein bisschen auf Zion gehofft oder auch ohne Zion? Nee, ohne Zion, okay, weil deswegen sage ich ja, ich bin richtig enttäuscht, weil die Pelicans haben eine Mannschaft mit CJ McCollum, mit Brandon Ingram, allein das sollte dir reichen. Und mit guten Verteidigern, das sollte eigentlich reichen, dass du irgendwie OKC schlägst. Aber OKC ist jung, OKC ist dynamisch, klar, aber ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht. Ich habe das Spiel aber halt noch nicht gesehen. Ja. Ich hatte auf 6 getippt. Mit den Pelicans bei OKC oder Minnesota? Hast du Minnesota gegen die Lakers gesehen? Also klar, Minnesota, da hat zum Beispiel Anthony Edwards einen Totalausfall gehabt. Hätte der ein bisschen besser gespielt, hätten die Wolves das Ding wahrscheinlich gewonnen. Also die Wolves sind auch nicht zu unterschätzen. Die Wolves sind nicht zu unterschätzen. Ich bin gespannt, was jetzt für eine Dynamik entsteht, wenn Gobert zurückkommt. Weil auch wenn man sich so ein bisschen die Interviews anschaut und was da gesagt wird, ich finde, zwischen den Zeilen schwingt immer so ein bisschen mit, dass Gobert im Team einfach nicht den besten Stand hat. Und wenn du von außen jetzt objektiv draufschaust oder draufschaust analytisch, hilft er ihnen sicherlich defensiv. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mir ohne ihn besser gefallen, dass sie ohne ihn besser funktionieren. Sie haben auch im letzten Saisonspiel gegen die Pelicans, haben sie ihren Run ja erst gemacht, als Gobert dann raus war, nach diesem Punch gegen Kyle Anderson. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da wirklich die Saison jetzt noch wegschmeißen im letzten Spiel gegen OKC. Weil OKC hat nichts zu verlieren, die kommen da mit so einem Selbstbewusstsein rein. Und vielleicht holen die sich das sogar. Aber sagen wir mal, Minnesota macht es, dann hätte Minnesota mit Gobert, mit Towns
zumindest im Frontcourt ein bisschen was, was sie gegen Jokic stellen können. Ja, weil OKC sagt sich, die Center-Position scheiß drauf. So, ja, sie spielen einfach mit fünf Wings. Ja. Und ich finde es super faszinierend, wie sie das machen. Ich hätte auch gedacht, dass Valanciunas viel dominanter ist in diesem Spiel, weil sie eben, also Giddy ist der Leading Rebounder mit sieben Rebounds. Mit sieben Rebounds. Das ist so witzig. Und sie haben da halt einfach immer diese Lineup auf dem Feld ohne Big. Und normalerweise müsste Minnesota das eigentlich bestrafen. Also, ja, an sich schon. Also wir sprechen gerade zum einen drüber, wer kriegt den achten Seed, aber wer kann es dann auch Denver schwer machen. Und ich würde sagen, vom Matchup her eigentlich Minnesota. Die sind erfahrener, die haben richtige Bigs, die haben nicht so ein College-Highschool-Team, wie es OKC hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, OKC rennt die vielleicht dann in Grund und Boden und geht dann viel so einfach über Spreading Out und Five Out. Genau, Jokic rausziehen. Genau, Jokic rausziehen und Rim Protection ist sowieso nicht so viel gesehen in Denver. Und dann einfach ganz viel attackieren. Shea ist der beste Rim-Attacker in der NBA. Also da könntest du schon auch eine Menge machen, wenn du OKC bist. Aber also ganz einfache Frage, was glaubst du, ist das schwierigere Matchup für Denver? Ja, auf dem Papier ist es Minnesota, weil du hast Ant, du hast Towns, du hast Gobert, du hast im Post natürlich Conley natürlich Game gemacht hat. Das wäre so ein Sympathie-Pick, wenn ich jetzt OKC sagen würde. Ich glaube, du musst schon mit Minnesota gehen. Ja, würde ich auch sagen, aber je nachdem, wer es wird. Also bei Minnesota würde ich vielleicht auch noch auf 6 gehen. Ich glaube, OKC hauen sie in 5 weg. Ja. Das wäre jetzt mein Take. Ein Heimspiel vor der OKC-Crowd. Genau. Ne? Ja. Aber ich sage in beiden Fällen, es sind 5 Spiele maximal. Okay, ich sag 5 oder 6. Leute, schreibt mal auch gerne in den Kommentaren dann mit, diskutiert mit, was ihr denkt. Nächste Serie ist wahrscheinlich mit die krasseste Serie, aber das Geile ist, im Westen sind alle Serien in der ersten Runde eigentlich sick. Phoenix gegen die Los Angeles Clippers. Ja, und so ein bisschen lachendes und weinendes Auge. Es könnte eine richtig epische Serie werden, wenn Paul George fit wäre. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der den Unterschied macht. Es besteht ja noch Hoffnung, so Spiel 2, Spiel 3, wenn alles gut läuft. Ursprünglich hieß es ja 2 bis 3 Wochen, wir sind aber jetzt schon über die 3 Wochen hinaus. Es ist so bitter, weil sie mit Paul George wirklich ein gutes Matchup wären für Phoenix. Ich glaube trotzdem, also ich habe trotzdem in meiner Bracket auf 7 Spiele getippt. Ich gehe mit den Suns in 7. In der Hoffnung, dass PG vielleicht bis Spiel 3 zurück ist, wenn es nach LA geht. Und bei aller Liebe für die Suns, und ja, sie sehen gut aus mit KD, 8-0 Record in den Spielen, aber gegen wen haben sie gespielt? Charlotte, Chicago, Dallas, Minnesota, OKC, die Spurs und 2-mal Denver ohne Jokic. Also ja, sie sahen gut aus, aber sie hatten noch nicht diese große Challenge und Playoff-Basketball ist einfach nochmal ein anderes Level. Deswegen glaube ich nicht, auch wenn sie das bessere Team sind, dass sie da jetzt mal eben in 5 durchspazieren. Und wie gesagt, in der Hoffnung, dass Paul George zurückkommt, habe ich die Suns in 7. Okay, also ich habe die Suns in 7 ohne Paul George. Wenn Paul George zurückkommen sollte, würde ich es vielleicht nochmal ändern in Richtung Clippers. Weil, wenn er von Anfang an dabei wäre. Nee, auch wenn er ab Spiel 2 vielleicht dazukommt. Weil vielleicht splitten sie die ersten beiden Games, dann steht es 1-1. Und wenn dann Paul George zurückkommt, finde ich schon, dass es ein Faktor ist, wo ich dann wahrscheinlich mehr in Richtung Clippers gehen würde. Das Phoenix-Thema, ich finde es so schwierig. Ey. Das hat es noch nie gegeben in NBA History. Der Superstar wird getradet zur Trade Deadline, macht dann nur 8 Spiele und soll jetzt diese Mannschaft in die Finals führen. Das ist so unwirklich. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, von der Tiefe her haben wir sicherlich den Vorteil bei den Clippers. Ich bin auch gespannt, was Westbrook macht in dieser Serie. Jo. Ich kann mir vorstellen, dass er 14 Turnover averaged. Ich kann mir auch vorstellen, Triple-Double-Average. Ist auch ein Triple-Double-Average und zwar ein gutes mit guten Quoten. Also es kann halt alles passieren. Kawhi hat eine überraschend starke Saison gespielt, hat mehr gespielt, als wir vor allem gedacht haben. Aber ja, ohne Paul George wird es halt eng. Ja, das Problem ist, ohne Paul George wirst du nicht drum rumkommen, dass Kawhi eben auch viel KD verteidigen muss. Sie werden es wahrscheinlich am Anfang mit Batum versuchen und hoffen, dass er da irgendwie durchkommt. Aber unterm Strich, so dominant wie KD aussieht, du musst dieses Matchup irgendwie suchen. Mhm. Und da fehlt dir Paul George einfach so sehr, weil du brauchst von Kawhi auch. Also Kawhi muss KD offensiv matchen, wenn sie eine Chance haben wollen. Der muss dir auch 30, 8 und 8 geben wahrscheinlich. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Kawhi in diesem Head-to-Head-Matchup mithalten kann und auch wird. Aber dann fehlt halt dieser Faktor PG und das ist so bitter einfach. Das stimmt. Also ich bringe mal einen Punkt rein, den hat Max, glaube ich, gebracht. Das ist ja gerade so, Leute, mit den Playoffs, dass wir einfach natürlich in verschiedenen Formaten so ein bisschen Overlapping-Content haben. Ist ja klar, weil wir reden überall über die Playoffs. Und ein Punkt von Max war, der meinte, guck mal, du kannst bei Phoenix eigentlich jedes Spiel davon ausgehen, dass Booker und KD dir zusammen um die 60 machen.
Und die Frage ist halt, wie matchst du das überhaupt von Seiten von den Clippers? Weil wo kommen diese 20, 30 Punkte her, die du safe einbuchen musst? Weil Kawhi wird dir das geben, aber Kawhi gibt dir auch nicht jedes Spiel 30. Er gibt dir nicht 35, 30, sondern er gibt dir eher so 20, 25 jedes Spiel. Dahinter hast du dann Westbrook, du hast Norman Powell, aber woher kommt, wo sind die Paul-George-Punkte? Ist quasi die Frage. Und ich glaube, da wird Phoenix echt einige Spiele haben, wo die Clippers einfach vom Scoring her nicht hinterherkommen. Und dann ist egal, ob du tief bist oder nicht, weil die Stars werden das Ding einfach unter sich ausmachen, glaube ich. Ja, und die Suns haben noch den Vorteil, dass sie mit einem ausgeruhten Chris Paul in diese Serie gehen. Also in dieser First Round, ja genau, richtig. Wenn wir, deswegen habe ich, das kann ich schon mal vorweggreifen, ich habe es ja auch in meiner Bracket gesagt, deswegen habe ich die Suns auch nicht als Champion, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier, zumindest in der Starting Five, das stärkste Team sind. Zweite, dritte Runde, ich vertraue einfach nicht auf die Gesundheit von Chris Paul mit 38 Jahren, der einfach leider diesen Track Record hat, dass er in den Playoffs irgendwann zusammenbricht. Ich hoffe, ich wünsche es ihm wirklich nicht, aber das ist auch eine meiner größten Sorgen und auch KD. Ist auch verletzungsanfällig. Leider, ja. Wir hoffen natürlich, dass alle Teams gesund bleiben, aber man muss es irgendwie in seine Bewertung mit einfließen lassen. Okay, also dann gehen wir beide hier mit Phoenix in 7, wobei wir, naja, du sagst, selbst wenn Paul George zurückkommt, gehst du trotzdem mit Phoenix in 7. Für mich swingt das die Serie schon nochmal. Ich glaube, ich würde dann mit den Clippers gehen. Also es ist ein großes Wenn. Wenn er, sagen wir, er ist spätestens zu Spiel 3 zurück. Genau. Und er ist auch nahezu bei 100%, dann würde ich mitgehen, dann ist es ein Toss-Up. Dann kann es ein Toss-Up werden, dann traue ich es auch den Clippers zu. Okay, nice. Okay, dann kommen wir zur nächsten Serie und das ist wahrscheinlich mit die unterhaltsamste Serie, die wir überhaupt haben werden hier in dieser ersten Runde. Wir haben sie uns alle so ein bisschen gewünscht und jetzt haben wir sie auch bekommen. Draymond Green hat sie sich auch gewünscht und jetzt haben wir sie bekommen. Golden State gegen Sacramento. Unglaubliche Story von Sacramento. Aber du schüttelst jetzt schon so ein bisschen den Kopf. Wie siehst du sie denn in den Playoffs? Ja, es ist, der Fun-Faktor ist hoch und ich habe auch Bock auf die Serie. Ich befürchte nur, dass sie schneller vorbei sein wird, als wir alle denken. Echt? Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Warriors das in 5 machen. Nein. Ja. Okay. Doch. Ja, warum? Wenn man sich die Spiele anschaut der beiden, die Warriors haben die Season Series relativ deutlich dominiert. Die Kings Offense musst du auch erstmal stoppen, ja, aber auf der anderen Seite sehe ich nicht, wie diese Kings Defense auch nur annähernd mit dem mithalten will, was die Warriors offensiv mitbringen werden. Ich glaube einfach nicht dran. Wenn Wiggins zurück ist, ich habe es mir mal angeschaut, das Five-Man-Lineup mit Steph, Clay, Draymond, Wiggins und Looney, die standen nur in 27 Spielen zusammen auf dem Feld, also wirklich sehr wenige Minuten, haben ein 128er Offensivrating und ein 106er Defensivrating. Also es ist beides, mit Abstand Nummer 1. Okay, ne? Ist natürlich sehr im Vakuum, aber wir haben dieses Lineup einfach so wenig gesehen. Die Warriors trotz der ganzen Struggles seit dem All-Star-Break Top 10 Defense, Top 10 Offense. Und ich glaube, wenn sie jetzt wieder klicken und alle an Bord haben, Payton ist zurück, hat 7 Spiele noch gemacht in der Regular Season. Ich glaube, die werden uns alle daran erinnern, dass sie der Defending Champ sind und es wird so diesen Euphorie-Win geben in Sacramento. Aber ich glaube, die Warriors sind einfach zu abgezockt. Gerade gegen ein Team, was zum ersten Mal in den Playoffs steht, bei aller Liebe. Und ich hoffe, ich habe Unrecht. Also Leute, ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich will immer 7 Spiele sehen. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Okay, also ich habe die Warriors auch. Ich habe sie aber in 6. Okay. Ich glaube, dass es in 6 gehen wird. Es klingt jetzt, also es ist ja auch nur ein Spiel mehr dann im Endeffekt, ne? Ja, aber es macht irgendwie doch einen Unterschied. Natürlich. Eine 6-Spiele-Serie ist was ganz anderes als eine 5-Spiele-Serie. Ja. Ich glaube, dass Sacramento, diese ersten beiden Heimspiele werden unfassbar. Von der Crowd-Intensität her. Und ich hoffe, dass sie davon auf jeden Fall 1 gewinnen werden. Sonst wäre es natürlich bitter, wenn sie gleich 0-2 zurücklegen. Man muss sagen, zwischen den beiden Teams liegt so gut wie keine Entfernung. Das heißt, vom Traveling her, von den Reisestrapazen, ist es natürlich für die Warriors in Anführungszeichen die perfekte Warm-Up-Serie, weil sie müssen nicht viel reisen. Sie haben eine Mannschaft, die noch nie in den Playoffs stand, so in dem Setting, die letzten, was weiß ich, 16, 17, 18 Jahre keine Playoffs gesehen. Ich bin halt so ein bisschen der Überzeugung davon und ich habe das auch schon viel gesehen von den Warriors. Wenn sie einen Gegner haben, der ihnen nicht unbedingt gewachsen ist, dann lassen sie auch das ein oder andere Spiel mal sliden, vor allem in der ersten Runde. Ich muss sagen, dass mir die Wiggins-Personalie insofern schon Angst macht, dass er halt lange jetzt nicht da war. Wir wissen nicht, wie fit er sein wird und wir wissen nicht, wie schnell das wieder klickt mit dem System. An sich sollte es sofort klappen, weil sie sind mit dem System Meister geworden, aber vielleicht dauert es ja doch 1-2 Spiele und die Kings können hier was klauen. Das wäre jetzt mein Take und ich will einfach De'Aaron Fox und Sabonis nicht unterschätzen Nee. für die Saison, die sie geliefert haben, Malik Monk. So das,
Kevin Herder, die Keegan Murray, die haben so gut gespielt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt outflamen in 4 oder 5 Spielen. Ja, das Problem ist, man ist auch, glaube ich, so ein bisschen biased, weil man hat es gerade als LeBron-Fan in den letzten, 8 Jahren so oft erlebt, dass man gegen die Warriors geroutet hat. Mhm. Und sie haben so oft auch auswärts einfach die Energie aus diesen Gebäuden gezogen. Ja, sie können ich erinnere mich natürlich an die Houston-Serien, wo ich so gehofft habe, dass die Rockets sie irgendwie schlagen. Auch als KD sich verletzt hat, da haben wir sogar noch kommentiert. Mhm. Und sie holen einfach diese Spiele und sie treffen sich mit diesen Dreiern einfach ins Mark und es tut so weh. Und ich sehe es einfach schon wieder vor mir, wie sie einfach dieses Game One gewinnen. Energie des Todes, Hype des Todes in Sacramento. Und dann hast du eine Crunch-Time, in der Steph und Clay einfach sagen, komm, wir hauen euch jetzt nochmal hier 6 Dreier rein und das war's für heute, gute Nacht. Und ich hab's einfach vor mir, ich kann den Kings einfach nicht mehr Spiele geben. Okay, und Sacramento verteidigt den Dreier extrem schlecht und das ist natürlich gegen die Warriors das Schlimmste, was du haben kannst. Ja, und das habe ich mir auch nochmal angeschaut, die Quoten und das Volumen von Steph und Clay ist absurd. Also es gibt überhaupt nur 7 Spieler in der NBA, die mehr als 9 Dreier nehmen und davon treffen 2 über 39%, das sind Steph und Clay. Und bei denen ist aber noch ein bisschen extremer, die nehmen beide um die 11, treffen 42,7% und 41,2%. Yes. Dann bin ich nochmal einen Schritt weiter gegangen, es gibt 33 Spieler, die mindestens 7 Dreier nehmen und von denen gibt es auch nur 6 Spieler, die überhaupt über 40% treffen. Mhm. Also das zeigt nochmal, wie absurd deren Volumen und deren Quoten sind. Und ich habe das Gefühl, die werden die einfach abschießen. Okay, also du sagst 5, ich gebe ihnen 6, aber du hast ein sehr, sehr gutes Argument gebracht. Also vielleicht ändere ich das sogar nochmal. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich kann ja nach Game 1 immer noch meinen Pick zum Beispiel ändern. Wenn, eben. Ne, und ihr auch. Das ist ganz wichtig für die Bracket Challenge. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Serie. Wahrscheinlich die am heißesten erwartete, einfach weil die Lakers drin sind. Es ist Lakers gegen Memphis Grizzlies. Unfassbar erstmal, wie die Lakers sich jetzt in diesem krassen Play-in-Game durchgesetzt haben. Shoutout an Dennis, größter Wurf seiner Karriere. Hat er absolut abgeliefert, in der Overtime auch noch wichtige Freiwürfe getroffen. Ja. Also Dennis richtig stark gespielt in dem Game. Und jetzt treffen sie auf die Memphis Grizzlies, das 2-7er Matchup. Wie siehst du die Serie? Auch da bin ich natürlich ein bisschen biased, aber ich tendiere momentan zu den Lakers. Mhm. Auch da in der Bracket Challenge, du hast es gerade gesagt, man hat die Möglichkeit nach Game 1 oder sogar Game 2 vielleicht sogar noch. Ja, das sind noch 7 Tage Stand heute. Also es könnte noch Game 2 dann mit einschließen. Da hat man natürlich nochmal die Möglichkeit, den Pick anzupassen, aber sollten sie eins der ersten beiden stehlen, habe ich sie in 6. In 6? Ich habe sie in 6, weil ich glaube schon, wobei LeBron ist halt auch so ein Game 7 Goat, ne? Der hat, glaube ich, den besten Game 7 Record aller Stars überhaupt. Dem würde ich auch zutrauen, dass sie das in 7 holen, aber ich habe die irgendwie in 6. Brandon Clark und Steven Adams fehlen. Es könnte die Serie von AD werden. Ich habe immer angeschaut, AD dieses Jahr hat 2 Spiele gegen die Grizzlies gemacht. Klar, kleine Sample Size, aber average da 29 Punkte, 20,5 Rebounds und 3,5 Blocks. Okay. Und Triple J, Frontrunner auf den Depoy, ist ein guter Verteidiger, aber sein großes Problem, seine ganze Karriere schon, ist Foul Trouble. Ja. Und wenn er nicht mal Adams hat und Clark, die da auch nochmal theoretisch 12 Fouls machen können, ich habe ein bisschen Sorge, dass er überhaupt nicht die Minuten auf dem Feld steht, die er auf dem Feld stehen muss. Er wird viel AD verteidigen müssen. Ja. Und das könnte so ein bisschen, also AD muss diese Serie dominieren. Wenn du dann den LeBron bekommst, den wir jetzt im Play-in-Game gesehen haben, dann habe ich Vertrauen in die Lakers. Okay, und du sagst jetzt so in 6? Dass sie es zu machen? 6 bis 7. In meiner aktuellen Bracket habe ich sie in 6, einfach weil du dann die Serie zu Hause closed und kein Game 7 on the road hast. Ja. Weil trotz LeBron, der Record von Auswärtsteams in Game 7 ist schon katastrophal, muss man sagen. Das stimmt. Ich habe es trotzdem in 7. Mhm. Ich habe es nicht ganz von dem Heimvorteil jetzt abgemacht. Ich dachte mir einfach, das ist eine Serie, die wird so kompetitiv und umkämpft sein. Und ich glaube einfach auch wirklich viel an Memphis. Also Memphis hat die deutlich besseren Wings. Die Memphis Grizzlies haben auf jeden Fall Ja Morant, der ein Superstar Point Guard ist. Sowas haben die Lakers nicht. Unterm Korb, klar, da kann eine Menge passieren von Lakers Seite. Die Lakers sind halt wahnsinnig sloppy und die Lakers sind wahnsinnig inkonstant, was ihre Leistungen angeht. Ich meine, das haben wir jetzt auch im Play-In gesehen. Hätte Minnesota irgendwie 6 Minuten im vierten Viertel, also die haben 6 Minuten lang nicht mehr gescored im vierten Viertel. Hätten sie da ein bisschen was gemacht. Die Lakers schmeißen so oft den Ball weg, selbst beim Inbound irgendwie 2-3 Mal schmeißen die einfach den Ball weg und Minnesota hat den Ball. Also die Lakers, glaube ich, bauen auch oft einfach Mist in diesen Games, sind ein bisschen sloppy. D'Lo hatte jetzt einen kompletten Ausfall, gut, dass Dennis das kompensieren konnte.
Aber ich glaube schon, dass Memphis da auch stark genug ist, weil die sind erfahren genug. Ja. Die sind erfahren genug in den Playoffs. Die standen schon gegen die Warriors in krassen Serien. Ja ist sicherlich auf so Wiedergutmachungstour. Der muss jetzt ein bisschen beweisen wieder, dass er Everybody's Liebling sein kann. Das Big-Man-Problem tut weh. Mhm. Da bin ich bei dir und da habe ich auch keine wirkliche Antwort. Und eigentlich müssten die Lakers das brutal bestrafen. Mhm. Also da muss AD die ganze Zeit attackieren, LeBron aber auch. Ja. Jeder muss da attackieren und Jaren Jackson immer 2-3 Fouls anhängen und dann läuft er das ganze Spiel mit Foul Trouble rum und dann hast du eigentlich mental schon mal den Sieg. Und unterm Korb wirst du dann so viel Buckets machen, also Points in the Paint, glaube ich, wird ein krasser Unterschied sein. Ja, sie müssen einfach Bullyball spielen. Und ich glaube, LeBron liebt es auch, gegen Memphis Bullyball zu spielen. Da haben wir auch schon einige Regular Season Sequenzen gesehen. Ich glaube, Dylan Brooks wird wieder für ordentlich Ärger sorgen, auch in den Postgame Statements. Aber ich sehe auch auf Memphis-Seite niemanden, der LeBron so wirklich stoppen kann. Die Lakers sind sowieso ziemlich tough darin, an die Linie zu gehen, leben so ein bisschen an der Freiwurflinie. Und ich glaube, sie sind in dieser Außenseiterrolle auch besser, weil du hast gerade die Sloppiness angesprochen. Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen davon, du bist Favorit, du bist zu Hause, bei Minnesota fehlen 3 wichtige Spieler, alle erwarten, dass du es gewinnst, du weißt auch, dass du besser bist. In dieser Rolle sind die Lakers nicht gut, waren sie noch nie. Und jetzt sind sie so ein bisschen in dieser Außenseiterrolle. Wir sind on the road, wir haben das zweitbeste Team der Western Conference, wir müssen unser A-Game bringen. Ich glaube, wir werden sie auf keinen Fall so sloppy sehen wie im Play-In-Game. Ich sag, keiner sieht sie als Underdog. Würde ich voll daneben gehen. Also auf dem Papier halt, ne? Du hast halt 2 gegen 7, das hat noch nie im Play-In-Game die erste Runde überstanden. Aber kein Medienbericht wird sagen, jetzt trifft LeBron auf die übermächtigen Memphis Grizzlies. Nein, das nicht. Das aber wird immer umgekehrt sie respektieren die Grizzlies mehr, als sie die Wolves ohne Gobert und ohne McDaniels respektiert haben. Würde ich schon sagen. Wahrscheinlich, ja. Und ich denke, es wird genug Spiele geben, von wo Desmond Bane einfach mal ein paar Dreier trifft oder wo Ja mal eine krasse Performance hat. Also ich bin mir echt sicher, das geht Minimum in 6, wenn nicht in 7. Und dann traue ich es den Lakers aber zu, auch on the road zu closen, weil ich glaube, dass Memphis jetzt nicht so eine toughe Crowd ist, dass du da das Game nicht closen kannst. Und vor allem LeBron und AD und so, das beeindruckt die, glaube ich, nicht. Ja, und erinnere dich mal zurück, diese jungen, unerfahrenen Teams in Game 7s. Mhm. Erinnere dich an Boston 2018 gegen die Cavs. Da ging nichts mehr. Das war auch zu Hause bei Boston. Genau, da ging nichts mehr. Ja. Die haben keinen Wurf getroffen. Und auch jetzt die Wolves im vierten Viertel. Mhm. Es war ja sozusagen, es war ja nicht ganz wirklich ein Do-or-Die-Game, aber schon in die Richtung. Da ging ja im vierten Viertel auch gar nichts mehr auf Timberwolves-Seite. Anthony Edwards. In welchem Spiel meinst du jetzt? Gegen die Lakers-Wolves. Lakers-Wolves, aber das war ja ein Heimspiel für die Lakers. Ja, ja, klar. Ja. Ich meine aber nur, es ist halt diese... Achso, du meinst einfach junge Teams in... Junge Teams in diesen wichtigen Spielen, wenn es wirklich um alles geht. Anthony Edwards, der letzte Spieler, von dem ich gedacht hätte, dass mal ein Moment für ihn zu groß sein wird, war... Ja. Quasi eine No-Show. Ja, also das macht schon was mit diesen jungen Teams. Und deswegen hat LeBron James in einem Game 7 immer gute Karten. Ja, und ganz ehrlich, hoffen wir mal, es wird so wie 2018 Game 7. Weil dann haben wir zwar einen LeBron-Win, wir haben aber vielleicht auch einen Ja Morant-Poster-Dunk. So wie damals von Tatum über LeBron. Wo heute er muss die Nummer finishen. Genau, die Nummer finishen. Wo das Poster heute noch bei Tatum im Haus hängt. Ja, Leute, das war... Also ich habe noch eine Sache. Ja, okay. Aus dem Bill Simmons-Podcast hast du vielleicht auch gehört. Was wird die NBA tun, um Warriors Lakers in Runde 2 zu bekommen? Weil das wäre wirklich der absolute Rating-Rekord. Also das wird die meistgewatchte Second-Round-Series of all time wahrscheinlich. keine Conspiracy-Theory, aber ich glaube, so ein weltweites Interesse an dieser Zweitrunden-Serie ist schon da, oder? Ich glaube, Sacktown Memphis holt uns auch für die Bildschirme. Uns schon? Ja, uns schon. Aber die Welt, nee, natürlich. Und ja, es wäre gut für den Basketball. Ich liebe das immer, wenn so medienstarke oder aufmerksamkeitsstarke Teams gegeneinander spielen. Und Golden State gegen die Lakers wäre halt die zweite Runde nach den beiden Matchups. LeBron, Curry, die beiden größten Spieler. Ja, natürlich. Draymond, LeBron. Klatsch involviert, also da geht eine Menge. Ja, Leute, das war unsere erste Runde einmal getippt. Tippt gerne euer Bracket. Wie gesagt, kommt gerne bei uns in die Bracket Challenge mit rein. Schauen wir mal, ob wir die Spanier noch einholen können. Im Moment haben wir die zweitgrößte Gruppe, die größte. Mal gucken, ob wir da noch rankommen. Wäre auf jeden Fall nice. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut bei Sibus vorbei. Da tippen wir einmal die komplette erste Runde in der Eastern Conference durch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann sind wir schon voll in den Playoffs drin. Deswegen auf jeden Fall einschalten. Ganz viel Spaß bei den Playoffs, Leute. Haut rein. Ciao.